Hallo am Nachmittag. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 18. Februar und es ist 14:34 Uhr. Ich mache den Film über den MDAX heute hier. Das ist auch schon fast 4 Wochen her. Und die Aussage des letzten Mal war es, dass die Technik durchaus noch Platz hat, noch ein bisschen weiter hochzugehen. Vor euch liegt der Chart. Eine Kerze, ein Tag. Seit August letzten Jahres. Ich mache den mal ein bisschen näher ran, dass ihr das besser seht. So, das war die Geschichte im Dezember. Da waren wir ziemlich auf dem Tief unter 21.000. Und wir haben, Entschuldigung, wir haben letzte Woche erneut neue Hochs gemacht. Von diesen Hochs prallen wir ein kleines bisschen ab. Wir haben hier diesen Auftrend, wie gesagt, seit Dezember 2019. Der liegt noch ein bisschen weg bei 27.500, aber durch diese Seitwärtsbewegung, mehr oder weniger, ist es nichts anderes als das, weil ja, es ist ein bisschen höher, aber viel ist es auch nicht, kommt natürlich dieser Trend immer näher ran. Auffallend in diesem Chart ist zum einen, ich habe hier diesen kleinen Trendkanal gemacht. Ja, Seitwärtsphase sind wir drüber und sind wir gerade eben wieder dran. Wir touchieren gerade eben die 10-Tage-Linie. Im MDAX bei 29.021 liegt die. Wir sind im Moment bei 29.097. Wie gesagt, das ist 14:35 Uhr. Die 20-Tage-Linie ist die nächste Unterstützung bei 28.696, gefolgt von dieser unteren Begrenzung und Schnaps unter 28.000. Wie gesagt, das letzte Mal hatte ich gesagt, okay, wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, ein bisschen weiter hochzugehen. Es war nicht viel. So langsam verlässt den auch ein bisschen die Kraft, muss man ganz klar sagen. Aber was mir hier missfällt, das ist das erste Mal seit längerem, dass wir sowohl über das MACD als auch über die Stochastik zeitgleich, sagen wir mal so, Pre-Sell-Signals bekommen. Ja, also so leichte Vorboten. Ich möchte dazu warten, morgen, den Mittwoch, ob hier das Histogramm MACD auch negativ wird zum Schlusskurs. Das ist noch nicht der Schlusskurs. Wir haben noch eine Menge Zeit. Ja. Dieser Chart wird gerechnet bis 17:30 Uhr. Haben wir also noch ein paar Stunden. Ich möchte gerne wissen, ob morgen das Histogramm der Balken hier auch nochmal kürzer ist. Wenn der kürzer sein wird, dann wird es auch hier das Verkaufssignal geben, auf das ich warte, dass wir hier unter die 80 gehen in der Stochastik. Also jetzt hier in der Sekunde mache ich noch nichts. Ich glaube, damit kann ich warten. Aber ansonsten, wie gesagt, erste Unterstützung 10-Tage-Linie, zweite Unterstützung die 20 bei 28.000, rund 700 und die dritte bei 28.000, gefolgt von dem ganz langen Aufwärtstrend. Ich gebe euch mal ein paar Scheine, wie ihr euch da ein bisschen schon auf die Watchlist legen könnt. Hier haben wir die Scheine. Ein Call, den ich jetzt noch nicht kaufen will, mir aber auf die Watchlist lege, muss eine Basis haben von unter 28.000. Sowas wie 27.900 Schnibbelimauber. Da sind wir gerade mal rechnen bei einem Hebel von rund 25. Da müssen wir gleich fächeln. Voilà, passt doch. Hier. 27.920. Es ist im Moment ein rund 25er Hebel. Das ist von Goldman Sachs die GB6 N4X. Gustav Bertha 6, Nordpol 4, Xantippe. 27.920 sind wir also hier. Das ist nicht viel. Ja, das sind ja gerade mal 1.100 Punkte. Das ist im MDAX nicht mehr viel. Von daher, das wäre jetzt also eine Unterstützung, aber der ist erstmal für die Watchlist. Einen Put für die Leute, die davon ausgehen, dass er hier doch mal weiter runter geht. Was ich, wenn ich morgen noch abwarte, tatsächlich eher präferiere, muss ich einen Put hinter die 29.500 legen. Das Hoch war bei 29.241, das kann nicht sein, 29.332. Also alles 29.400, da sind wir beim deutlich höheren Hebel. Sowas hier. Ist hoch, gebe ich zu, 73er Hebel, 29.482. Sind wir hier oben? Aber mein Gott, warum soll ich einen nehmen, der hier oben liegt? Das macht für mich keinen Sinn. Wenn ich der Meinung bin, der Markt geht runter, versuche ich einen zu treffen, der das alte Hoch leicht überbietet. Und der passt hier, auch wenn es ein erschreckend hoher Hebel ist mit 73. 29.482 und das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Wertpapierkennnummer GB6X5H. Na, schauen wir mal, ich möchte gerne morgen den Mittwoch noch abwarten, ob sich hier
noch was tut im MACD bzw. hier in der Stochastik. Falls es einer vorwegnehmen will, die Einstellung für die Stochastik, die ich benutze, sind 10.3.3. So, dann schauen wir mal. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.